Keine Ecken, nur Kanten. Einen passenderen Titel hätte man für die neue Werbekampagne der Hamburg Freezers wohl nicht finden können. 6 gestandene Männer mit rund 300 begeisterten Fans im Rücken. Das Ergebnis der ersten Zusammenarbeit zwischen den Hamburg Freezers und der Agentur CE und Co. Unser Geschäftsführer Uwe Frommhold ist mit dem Ergebnis rundum zufrieden. Also jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir haben es ja bisher auch eher nur in klein gesehen und nicht so groß. Und jetzt sieht man es eigentlich an jeder Straßenecke. In groß wirkt es noch mal besser als im Vorab-Abdruck. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, unseren Fans und denen, die es werden sollen, gefällt es auch. Wir wollen mit der Kampagne eben das Authentische, die Freezer sind authentisch. Das sind Menschen wie du und ich, etwas sportlicher vermutlich. Aber sie stehen auch für den Norden, sie stehen für Hamburg, für Aktion. Und ich glaube, auch Aktion und dieses Kraftvolle kommt durch dieses Motiv doch sehr, sehr gut rüber. Und wir freuen uns auf den Saisonstart am 20.09. beim ersten Heimspiel. Bis zum endgültigen Produkt ist es aber ein langer Weg. Wir haben das Team beim Fotoshooting begleitet. Trotz authentischem Look musste hier und da mit Pinsel und Puder nachgeholfen werden. Ja, das ist schon recht ungewohnt. Also die Frauen beneide ich nicht, die sich das Zeug da ins Gesicht schmieren. Aber ist immer wieder eine Erfahrung. Eine außerordentliche Erfahrung war das Shooting auch für die neue Agentur der Freezers CE und Co. Den Auftakt der Zusammenarbeit lieferten sie mit der Entwicklung des Konzepts für die neue Werbekampagne. Im Laufe des Jahres dürfen wir uns aber auch in den Bereichen Event und Promotion auf einiges freuen. Mit der Kampagne ist in jedem Fall ein guter Start gelungen. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes, weil man hat ein Produkt, was wahnsinnig lebendig ist. Und das Produkt ist hier eine Mannschaft, ist eine Marke Freezer, die in Hamburg was bedeuten. Und wir inszenieren sonst immer Erlebnisse für unsere Kunden. Und hier ist aber der Kunde an sich schon ein Erlebnis. Und das dann nochmal zu inszenieren, das ist schon was Besonderes, ja. Nach den Porträts der einzelnen Spieler ging es dann für die Herren Wolf, Flake, Festerling, Treutle, Westcott und Schubert aufs Eis. Für Niklas Treutle eine willkommene Abwechslung. Ja klar, ich meine, es ist natürlich am Anfang des Jahres ist man schon ein bisschen daran gewöhnt, dass man ab und zu mal ein paar Fotos machen muss. Aber jetzt sind wir schon ein paar Stunden am Eis und es macht auch Spaß. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass auch ein paar gute Fotos dabei rauskommen. Nach getaner Arbeit auf dem Eis ließen die Jungs den Tag entspannt am Grill ausklingen. Fleisch, Würstchen, alles, was das Herz begehrt. Während der Arbeitstag für die einen langsam zu Ende ging, fing er für die anderen Darsteller gerade erst an. Noch ein paar Autogramme abholen, dann gaben 300 Fans in der O2 World ordentlich Gas. Das kommt vor, man fängt so ein Shooting an und weiß, das geht jetzt los. Heute war es 19 Uhr und dann guckt man auf die Uhr und es ist 21 Uhr und man denkt, hä, das waren noch nur 5 Minuten. Da ist so ein Druck und so ein Spaß, aber auch Konzentration hinter, das geht rum wie nix. Hat sehr viel Spaß gemacht und die Fans gerade, die waren beeindruckend. Ich glaube, wir sind alle beeindruckt von denen. Dass sie alle, als sie gekommen sind, so zahlreich, sich in Schale geworfen haben und das mitgemacht haben mit einer Bombenspitzenlaune. Eine Bombenstimmung, die sich hundertprozentig auf die Kampagne übertragen hat. Von dem Ergebnis könnt ihr euch ab sofort auch überall in Hamburg selbst überzeugen.